Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Project Newcastle, dem Newcastle-Karrieremodus in FIFA 17 Ultimate Team. Heute geht es weiter mit der fünften Episode und wir haben einige interessante Gegner, gegen die wir spielen müssen. Unter anderem seht ihr hier bereits den ersten, das ist Wolverhampton, aber das ist noch nicht genug. Es gibt noch zwei weitere, die gucken wir uns gleich nochmal im Kalender an und natürlich haben wir vorher auch wieder die obligatorischen Infos zu den jeweiligen Vereinen. Die gucken wir uns wahrscheinlich gleich direkt, weil nicht viel passieren wird, zu Wolverhampton an und heute als Sechster in der Tabelle mit ordentlich Rückstand müssen wir definitiv gewinnen, auch weil Newcastle dieses Wochenende in Realität gegen Sheffield Wednesday verloren hat. Das heißt, alle Zeichen stehen darauf, dass wir heute komplett zerstören und ausrasten werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da letzte Episode fast 500 Likes, das sind nicht die 1000, die wir vorher mal hatten, aber wenn man bedenkt, dass wir nur relativ wenige Views hatten, was irgendwie daran liegt, dass allgemein meine Videos momentan relativ wenige Views bekommen, wenn meine Titel und meine Thumbnails und allgemein meine Videos und so, ich bin nicht in die Trends. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, den Leuten, denen es gefällt, ja, die werden es liken. Und die Leute, die es gucken, darüber freue ich mich. Ja, und ich hoffe, ihr seid gut unterhalten. Wenn das der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Keine Sorge, wegen sowas höre ich definitiv nicht auf, weil ich habe hier Spaß dran. Ja, wir spielen heute noch gegen die Hull City Tigers im Pokal. Das heißt, gegen den ersten Ligisten wird auf jeden Fall eine spannende Challenge. Und gegen Aston Villa. Die sind ja mit uns zusammen abgestiegen. Das heißt, auch das wird eine sehr, sehr interessante Partie. Nächste Episode geht es dann gegen Norwich, gegen Rotherham. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Aber abgesehen von Länderspielpause. Und dann gegen Brentford. Also das wird auch richtig, richtig cool. Aber wir fokussieren uns auf diese erste Episode. Und zwei Sachen habt ihr beschlossen. Erstens, mit einer überwältigenden Mehrheit, wir holen Henry Mason hoch und zwar in unser Team. 63er Rating, unser erster Jugendspieler, den wir verpflichten werden und ich bin gespannt, was aus dem werden wird. Und außerdem darf ich, Halleluja, wieder 3-5-2 spielen. Das habt ihr auch demokratisch entschieden und ich bin sehr froh darüber, weil ich denke, dass das die Formation ist, die momentan sehr, sehr präsent ist in der Realität, auch wieder sehr modern wird und die mir auch in diesem Karrieremodus, in dieser Liga hier, in der Championship der zweiten englischen Liga deutlich besser liegt. Ich bin natürlich ein bisschen traurig darüber, dass dann einer meiner Lieblingsspieler, der Andre Jetlin, nicht mehr unbedingt viel Spielpraxis bekommen wird, sondern nur als Wechsler. Aber ich bin froh darüber, dass Henry Mason unser Vertragsangebot angenommen hat. Hi Trainer, ich nehme das Vertragsangebot sehr gerne an und werde ihm beweisen, dass ich dahin gehöre. Das möchte ich auch genauso von dir sehen, mein Freund. Und der Kollege hat nicht 2-Sterne-Skill-Moves, nicht 3-Sterne-Skill-Moves, nicht 4-Sterne-Skill-Moves, sondern einen Stern. Einen Stern. Ja. Tolle Stats an sich, aber ein Sterne schwacher. Was ist das denn? Aber trotzdem wird er gleich in der Startelf stehen. Warum? Weil wir im Pokal gegen den Erstligisten spielen. Das ist mir wichtig. Und da möchte ich ganz gerne weiterkommen. Auch wenn es so der Capital One Cup ist. Und dementsprechend werden wir da mit Top-Elf spielen und hier so ein bisschen mit B-Elf. Ihr seht schon, Colbeck ist noch drin. Lassell und Clark sind noch drin. Sells und Perez. Ansonsten sind das alle Spieler, die nicht zwingend Stammspieler sind. Atsu auf rechts, auf links außen. Normalerweise jetzt gerade bei der Verletzung von Wilhelm als Zehner eingeplant. Aber da spielt jetzt Mason. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Aber erstmal die Infos zu Wolverhampton. Der FC Wolverhampton oder die Wolverhampton Wanderers sind ein sehr, sehr traditionsreicher Verein in England, 1876 gegründet und ehemals einer der Vereine, die zur Elite im englischen Fußball gehört haben, ist aber auch schon eine ganze Ecke her. Trotzdem die größten Erfolge auf jeden Fall noch aus dieser Zeit. 54, 58 und 59, dreimal die englische Meisterschaft gewonnen, sehr, sehr stark auf jeden Fall auch einige Mal in der FA Cup, aber ich glaube viermal ist definitiv eine ordentliche Leistung mittlerweile, aber in der Zweitklassigkeit versunken und da auch in der letzten Saison nur den 14. Tabellenplatz belegt, was natürlich absolut nicht der Anspruch sein kann von einem so traditionsreichen Verein. Das ist auch der Fun Fact, denn aus dieser Tradition ergibt sich ein großes Derby und zwar mit West Bromwich Albion. Der Verein kommt aus Birmingham, das beschreibt so ein bisschen die Lage auch von Wolverhampton. Ich zeige es euch hier mal ganz kurz auf einer Karte. Liegt ein bisschen nordwestlich von Birmingham, ist also in den East Midlands oder West Midlands, ich glaube West Midlands müssten es dann dementsprechend sein und ist wie gesagt relativ nah an Birmingham und daher die Rivalität mit West Bromwich Albion. Gilt als das absolut erbittertste Duell im englischen Fußball. Es gibt kein rivalisierenderes Spiel oder kein Spiel mit mehr Derby-Charakter. Das ist quasi Dortmund-Schalke in England. Gott sei Dank haben wir dieses Spiel momentan nicht allzu oft, weil Wolverhampton halt in der zweiten Liga spielt und West Brom in der ersten. Aber ist auf jeden Fall eine große, große Rivalität und das ist der Fun-Fact, denn das ist ziemlich heftig, dass diese beiden Vereine, was gar nicht viele wahrscheinlich wissen, so eine große Rivalität haben. Ja, dazu haben sie noch Rivalitäten mit Walsall und Stoke, aber vor allem mit West Bromwich Albion ist das eine ziemlich, ziemlich heftige Geschichte. Eine andere Sache ist, dass die eine ganze Menge Geld haben. Ja, das ist ein Verein, wie gesagt, sehr traditionsreich und auch mit einigen finanziellen Mitteln, haben beispielsweise im Sommer ordentlich eingekauft und zwar allein für 23 Millionen die beiden Top-Transfers. Das ist einmal Helder Costa, der kam von Benfica, ist ein 23-jähriger Rechtsaußen, kennt man eventuell, kam sogar, glaube ich, im Winter erst, für 15 Millionen Euro. Das ist eine ganze Stange Geld, gerade für den Zweitligisten. Und im Sommer auch noch ein weiterer Portugiese, auch ein Rechtsaußen, Ivan Cavalai.
Salgueiro kennt man eventuell von Monaco, ist für 8 Millionen gekommen. Also ziemlich, ziemlich beeindruckend, was die für ein Geld rausgeworfen haben. Der Erfolg ist so ein bisschen mau, weil momentan sieht das wieder nicht so stark aus bei Wolverhampton, sind auf Tabellenplatz 15. Das ist definitiv nicht der Anspruch, wie gesagt. Aber was willst du machen? So ist das im englischen Fußball mit dem Geld. Das Stadion heißt, das muss ich mir jedes Mal wieder durchlesen, weil ich es mir nicht merken kann, Molineux Stadium. Und das ist allgemein französischer erster Teil und zweiter englischer, ist auch egal. 30.852 Plätze. Ist also gar nicht mal so klein, ist auch ganz schick, nachdem, was ich mir angeguckt habe. Aber darum geht's nicht, weil wir sind auf jeden Fall nur zu Gast, sind wir auch zu Gast? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall spielen wir nur gegen Wolverhampton, um 3 Punkte zu holen. Und das machen wir jetzt rein ins Spiel. Die Wolverhampton Wanderers zu Gast im St. James's Park. Eines der traditionsreichsten Duelle in der englischen Fußballgeschichte. Heute also ausgetragen in der Championship, in der Newcastle natürlich momentan nicht so dasteht, wie sie es eigentlich wollen. Müssen heute gewinnen, um wieder an die oberen Tabellenplätze heranzukommen. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe, vorgegeben sowohl von der Vereinsführung als auch von MGT. Und zwar für 2 neue Männer in der Startelf. Da sehen wir einmal Henry Mason. Er wurde aus der Jugend hochgezogen und muss aufgrund der verletzten Situation gleich spielen. Und dann auch Alexander Mitrovic, seit Ewigkeit das erste Mal in der Startelf, der Serbe heute neben Ayose Perez in der Sturmspitze vorne drin. Und der Serbe hatte gleich mal den ersten Anteil an der ersten Gelegenheit für die Magpies. Die Flanke von Perez und der Kopfball von Mitrovic knapp am Kasten vorbei. Da wäre wohl nichts zu holen gewesen für Ikeme, wenn der Kopfball ein bisschen präziser gekommen wäre. Allerdings, das ist die erste gute Gelegenheit. Das heißt, es kommen noch weitere. MGT ärgert sich hier allerdings, das nicht ganz zurecht. Der Ball raus von ja, Mason auf Azu, die Flanke. Mitrovic ist da, 1:0, 20. Spielminute. Und Newcastle United geht in Führung durch den Serben. Wunderbar gespielt und er zeigt seine Qualitäten. Der Mann hat eine absolute Wucht gerade in der Luft. Geht da wunderbar rein und Ikeme hat keine Chance gegen den Kopfball aus 5 Metern. Klasse Vorarbeit auch von Azu. Weiter ging es mit Newcastle. Zweiter Durchgang, Vernon Anita in einer langweiligen Partie mit der Flanke. Aber das war das große Problem. Die Präzision fehlte auf beiden Seiten. Allerdings kam von Wolverhampton offensiv überhaupt nichts, sodass Newcastle die einzigen Gelegenheiten der Partie hatte. Wieder Mason, der ein starkes Debüt machte auf Ayose Perez. Allerdings dieser Abschluss zu schwach und zu zentral. Die anschließende Ecke von Azu auf den Kopf von Diame. Das war schon deutlich besser, aber knapp über den Kasten hinweg. Der Senegalese hier nicht mit dem Tor. Wir sehen es in der Wiederholung. Das war ganz, ganz eng, aber es soll wohl nicht sein. Für den Mann, der heute auf der 6 agiert, der ist ja der Allrounder im Mittelfeld von Newcastle. Wir springen in die Schlussphase. 78. Minute mal wieder Mason mit einer Aktion. Schön vorbeigelegt. Den Ball und dann der Abschluss mit dem starken linken Fuß. Allerdings gut gehalten von Ikeme-Szene, jedoch noch nicht vorbei. Das ist Murphy eingewechselt auf Mason, der ein richtig starkes Spiel machte. Haidara mit der Gelegenheit eingewechselt, versucht's mal. Aber zieht doch deutlich und dann kam Wolverhampton doch nochmal vors Tor. Und zwar in der 84. Minute mit der einzigen Gelegenheit der ganzen Partie. Und das ist definitiv bezeichnend für das Spiel von Wolverhampton, was Gladen hier versucht. Newcastle gewinnt also ein knappes Spiel mit 1:0, wenige Torraumszenen, aber im Endeffekt doch ein verdienter Sieg für die Magpies und für MGT, sodass sie wieder dank Alexander Mitrovic an die Tabellenspitze aufschließen und der Aufstieg, zumindest ja, der direkte Aufstieg, wieder in greifbare Nähe rückt als vorher. Das spricht eigentlich für mehr Spielpraxis für Dimitro. Ja, Mitro is on fire. Your defense is terrified. Eigentlich könnten da auch viele Menschen irgendwie in Panik sein, weil wenn die Mitro on fire ist, vielleicht versteht der ein oder andere von euch den Wortwitz. Der schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hat mich gefreut. Mason hat gut gespielt. Ist er überhaupt Mason? Er ist gar nicht Mason. Er ist Mason, hat gut gespielt. Und ich glaube, ich gebe ihm Nummer 24, weil er erinnert mich irgendwie von der Haarfarbe her, nicht von der Größe, aber von der Haarfarbe und von den Einstellen des Skillmoves, an euren lieben MGT, an mich. Und meine Lieblingszahl, die ich auch hier hinten drauf habe, ist die 24. Und ich habe heute, Sonntag, wo ich das Video aufnehme, 2 Buden gemacht. Als Zehner. Und ich möchte, dass er das nächste Spiel auch macht, wenn er wieder spielt. Scouting-Bericht ist bei ihm kacke. Bei ihm, die beiden, ne, den beobachtet man nicht, den gerade schon. Oh, Elliot Carter. Ein bisschen alt schon, aber in Ordnung. Den beobachten wir mal weiter. Den auch noch. Und den, das war gut in England. Unser nächster Gegner ist Hull City, 1904 gegründet aus Kingston upon Hull. Das ist ganz lustig, eigentlich müsste es also Kingston City heißen. Naja, ist auch nicht so wichtig. Die spielen momentan im KCOM Stadium, die haben 25.404 Plätze, wenn ich mich jetzt genau richtig an die Zahl erinnere, und sind letztes Jahr aufgestiegen. Das heißt, sie spielen gegen einen Aufsteiger aus der Championship. Die haben quasi das gemacht, was wir machen wollen, abgesehen davon, dass die über die Playoffs reingekommen sind und wir ganz gerne über den ersten oder zweiten Tabellenplatz reinkommen würden. Die größten Erfolge von Hull City, ja, das ist so eine bisschen knifflige Geschichte, weil
die hatten nicht so wirklich Erfolge. Die standen 13-14 im Pokalfinale, haben es aber nicht gewonnen. Und das ist der größte Erfolg. Ist ein bisschen schade. Allerdings kommen wir damit auch gleich zum Fun Fact, denn was gibt es im Pokalfinale nach regulärer Spielzeit und Verlängerung? Elfmeterschießen. Und die waren das erste, oder sie hatten das erste Elfmeterschießen, was im englischen Fußball gab. Da haben die drin gestanden. Gegen Man United. Irgendwie ist Man United eine Konstante, die taucht in der Episode auf. Irgendwer verliert immer gegen United. Sie haben es verloren. George Best hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Ist aber ganz interessant zu wissen eigentlich. Ich glaube 1970 war es. Ich kann nochmal extra für euch nachgucken hier. 1970. Ist eine ganz schöne Ecke her. Mittlerweile fast 47 Jahre. Ja, ansonsten kann man zu denen nicht sonderlich viel sagen. Wo Kingston upon Hull, ganz, ganz komischer Name, liegt. Ja, hier ist eine Karte. Südlich von Middlesbrough und von Newcastle, aber trotzdem würde ich trotzdem noch sagen Nordosten Englands, ja. Ist nicht nur Osten, ist Nordosten. Also recht nördlich. Das heißt, für unsere Auswärtsfans definitiv eine schöne Reise, dahin zu kommen in das KCOM Stadium. Mal sehen, wie wir uns da schlagen werden. Aber vorher noch ganz kurz die Transfers. Und auch Hull City, aber die sind ja auch aufgestiegen, von daher ist es ein bisschen sinnvoller. Hat sich gut verstärkt. Die haben auch einen Mason. Allerdings einen etwas besseren als unseren. Und zwar Ryan Mason haben sie geholt von den Spurs für über 15 Millionen, 15,4 um genau zu sein. Und von Stade Rennes haben sie Kamil Grosicki geholt. Das war jetzt im Winter für 9 Millionen, genau. Ja, haben relativ viel Geld ausgegeben. Momentan sieht es für Hull in der Premier League, ja, nicht ganz so gut aus. Sind momentan Tabellen 17. Sind also absolut im Abstiegskampf und haben keinen Trainer. Allerdings ist das hier ja nicht so. Und deswegen müssen wir irgendwie ausnutzen, dass wir der Außenseiter sind. Gegen Graham und Bülverson, die beide bereits drei Tore haben. Wird nicht einfach, aber wir machen das. Vamos, nächste Runde wollen wir erreichen, wird geschafft. Newcastle zu Gast im KCOM Stadium. Hull City, also der Aufsteiger der vergangenen Saison gegen den Verein, der das ganz gerne schaffen würde. Und zwar im Capital One Cup. Natürlich haushoher Favorit. Die Tigers heute in diesem Spiel, aber die Magpies wollen den Erstligisten ärgern. Und das heute in den Ausweichtrikots. Die sollen helfen. Matt Ritchie mal wieder in der Startelf. Der schottische Nationalspieler soll heute seinen Teil dazu beitragen, dass Newcastle in die nächste Runde einzieht. Geschlossenes Mannschaftsbild vor der Partie, vor dem Anpfiff und auch auf anderen Seiten. Gibt es natürlich eine absolute Geschlossenheit und eine Einheit bei den Hull City Tigers. Allerdings die erste Gelegenheit für Newcastle, 26. Minute. Murphy heute in der Startelf mit dem Versuch und dem 1:0. Direkt der Führungstreffer für Newcastle durch den Iren, der ausnahmsweise mal wieder von Beginn spielen durfte und das gleich zurückzahlt mit seinem Tor zum 1:0. Wunderbarer Antritt vom 33-Jährigen, ist zu schnell für die Defensive von Hull und dann der Abschluss in die lange Ecke, unhaltbar da. Für Jakubovic sehr schön Tor und MGT wird es freuen, dass er mit der Aufstellung von eben Murphy das richtige Näschen gehabt hat. Allerdings versuchte Hull direkt zu antworten über Klokas mit dem Ball auf den Diaye. Allerdings verzieht der Senegalese knapp vorbei am Kasten von Karl Darlow, der heute wie in allen Pokalwettbewerben wieder den Laden hinten sicher halten sollte. Wir springen in die zweite Halbzeit, wir springen weiter zu Newcastle und wir sehen, da liegt John Josh Shelby am Boden und es gibt die gelbe Karte für Henriksen und das auch zu Recht, denn in der Situation spielt er nur den Gegner und nicht den Ball. Und dementsprechend, ja, die Verletzung bei John Josh Shelby, ganz, ganz bitter für Newcastle, der vielleicht beste Individualist nach Tony Villena, ist jetzt auch noch verletzt und es wurde noch schlimmer. Wir sehen bereits, Christian Atsu liegt da im 16er am Boden, auch er musste ausgewechselt werden, unglücklich gefallen bei diesem fairen Einsteigen in der Defensive von Chester. Ganz, ganz bitter für Newcastle, also doppelt geschwächt, allerdings kam von Hull City trotzdem nicht viel. Die dickste Gelegenheit war dieser Kopfball und dieser Tumult im 16er, den Newcastle nicht richtig bereinigen kann, aber dann in Form von Lazar doch souverän nach vorne spielt. Wir gehen auf die andere Seite. Wir gehen wieder zu Daryl Murphy, der ein ganz starkes Spiel machte. Gute Parade von Jakubovic verhindert hier das 2:0 und hält die Hull City Tigers noch im Spiel. Und das in der 84. Minute ist bereits die letzte Gelegenheit. Schöne Flanke in die Mitte und dann ist es ja der Ausrutscher im 16er und der Ball kommt nicht mehr gefährlich aufs Tor von Darlow, der die Flanke abgewehrt hatte. Grosicki, der Neuzugang von Rennes, verfehlt und dementsprechend ist Newcastle in der nächsten Runde des Capital One Cup durch einen 1:0 Erfolg im KCOM Stadium gegen eben den Erstligisten aus Hull, aus Kingston, upon Hull, Newcastle 1, Hull City 0. Way, Success, wir haben es geschafft, wir sind in der nächsten Runde des Pokals, sehr, sehr geil, während City noch gegen Sunderland in die Extra-Time muss,
Aber das hat mir doch sehr gut gefallen, muss ich sagen, dieses Spiel. Starke Vorstellung von Murphy. Aber das wird nicht unsere neue Doppelspitze, Mitrovic-Murphy. Aber die spielen ja sowieso ab und zu mal. Oh Gott, Jonjo Shelvey fällt 2 Monate aus. Christian Atsu fällt 4 Wochen aus. Was war das für ein Spiel? Also wir sind in der nächsten Runde, aber sehr, sehr viel, was wir dafür bezahlen mussten. Gott sei Dank haben wir unserem Scouting-Update Ludovic Maillet. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. 53 bis 69, das heißt, er hat so um die 60. Wir verpflichten ihn auf jeden Fall. Mal schauen, was aus dem so wird beim nächsten monatlichen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Vielleicht können wir den auch schon oder müssen den hochholen. Wir dürfen ihn gar nicht hochholen. Wir dürfen ihn nicht hochholen. Wir haben keinen Transfer mehr. Unser Transfer ist ja draufgegangen für Mason. Naja. Unser dritter Gegner und der letzte Gegner für diese Episode ist Aston Villa. Ein Verein aus Birmingham, dementsprechend werde ich euch nicht zeigen, wo das liegt. Ihr habt es ja gerade auf der Karte quasi gesehen, als wir gegen Wolverhampton gespielt haben. Aber ein weiterer Absteiger. Das heißt, wir spielen gegen ein Team, das genauso wie wir, die Newcastle United, tragischerweise letztes Jahr als 20. Also als letzter aus der Premier League abgestiegen ist. Und das, obwohl es ein sehr traditionsreicher Verein ist. Denn der Verein wurde bereits 1874 gegründet. Das ist eine ganz schön lange, lange Zeit, die das bereits her ist. Spielen im Villa Park, der hat 42.640 Plätze. Also ein relativ großes Stadion, gerade für einen Zweitligisten. Aber natürlich nicht so groß wie der St. James' Park. Das versteht sich von selbst. Dazu muss man sagen, dass die Erfolge von Aston Villa so ein bisschen in der Vergangenheit spielen vor allem. Also mittlerweile sind sie nicht mehr so erfolgreich. Allerdings haben sie tatsächlich einmal sogar den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und zwar 81-82, das nehme ich jetzt mal als größten Erfolg, weil die Champions League immer noch ein bisschen höher anzusiedeln ist als eine englische Meisterschaft, die sie immerhin 7-mal gewonnen haben. Glorreiche Zeiten, die aber leider Gottes aus Sicht von Villa ein bisschen länger schon vorbei sind. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, letzte Saison 20. gewesen in der Premier League. Weiß ich nicht, ist nicht so geil. Das ist übrigens auch der Fun Fact. Die waren letztes Jahr schlechter tatsächlich noch als Newcastle. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Würde ich mal so behaupten. Damit kommen wir auch schon zu den beiden Top-Transfers. Und das sind auf jeden Fall 2 Transfers, die auch wieder gut Geld gekostet haben. Allerdings, ich weiß nicht, hat es viel gebracht. Also es sind so gesehen 3 Stürmer-Transfers gewesen. Für über 10 Millionen jeweils, die Aston Villa getätigt hat. Und trotzdem stehen sie in der Championship nur auf dem 11. Tabellenplatz. Das ist halt schon bitter. Aber egal, sie haben Ross McCormack geholt von Fulham. Kennt man eventuell gerade aus Ultimate Team, die ehemaligen Team of the Year, Team of the Season Card, Entschuldigung. Putting my hands up for this mistake. 14,3 Millionen haben sie überwiesen an Fulham. Das ist eine ganze Stange Geld. Und an Bristol City haben sie 12,9 Millionen überwiesen. Und zwar für Jonathan Kodja. Von der Elfenbeinküste. Das sind beides Transfers, die, boah, gerade vor dem Hintergrund, dass die beiden 26 und 29 Jahre alt sind, extrem viel Geld verschlungen haben. Aber wir sehen wieder, die Championship hat einfach auch unglaublich viel Geld im Vergleich zur Bundesliga oder der zweiten Bundesliga. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe, den Villains mal so ein bisschen zu zeigen, wo der Hammer hängt und die mal ein bisschen zurechtzuweisen, auch wenn sie zugegebenermaßen auch in diesem Karrieremodus hier nicht sonderlich gut darstellen, der Tabellen 15. Wir haben die Chance, so ein bisschen wieder ranzukommen an Tabellenspitze, vorausgesetzt, dass Norwich, Huddersfield und Derby mitspielen. Momentan sind wir 4. Wir wollen aber zumindest bleiben. Ja, wenn man nicht nach oben kommt, dann wenigstens 4. bleiben. Also, Sieg ist Pflicht. Wir gehen rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Nach zuletzt 2 knappen 1:0 Siegen heute von MGT etwas mehr Souveränität gefordert beim Auftritt bei Aston Villa gegen den besten Vorbereiter der Liga, Jack Grealish, der Ire heute in der Startelf, natürlich bei den Männern aus Birmingham, und sie wollen Newcastle ärgern, die momentan ja wieder ganz gut in Form gekommen sind. Alexander Mitrovic stand heute zusammen mit Dwight Gayle und Ayoze Perez in der Startelf, das hat auch länger nicht mehr gegeben. Ayoze Perez heute hinter den beiden Spitzen auf der 10er-Position, natürlich auch der verletzten Miserie momentan bei Newcastle geschuldet. Besonderes Spiel für Ciarán Clarke, vor der Saison von Aston Villa zu Newcastle gekommen, und er sah seine Farben direkt in der Offensive. Ayoze Perez heute, wie gesagt, 10, aber mit der ersten Schussgelegenheit der Pfosten rettet da in der Situation für Aston Villa. Es ging weiter nur über Newcastle. Das ist Dwight Gayle, Top-Torschütze zusammen mit Ayoze Perez. Momentan scheitert hier jedoch an Bann im Kasten von Aston Villa, und er war der Mann im Fokus, denn es ging nur bei Newcastle was nach vorne, bis Lansbury sich mal ein Herz fasste und dann Grealish mit der Gelegenheit vorlegen kann. Er offenbar besser als schießen. Marcells mit einer klasse Doppelparade. Erst stark gegen den Schuss von Lansbury und dann gegen Grealish mit der Fußabwehr. Richie wäre dann nicht mehr rechtzeitig da gewesen, aber der Belgier verhindert das 1:0 für die Männer aus Birmingham. Andere Seite, das ist das große Problem momentan bei Newcastle. Die Präzision fehlt. Diame zuletzt mit einem starken Spiel, allerdings hier im Abseits bei seiner Flanke. Wir springen in die zweite Halbzeit. 45. Minute, Flanke auf Mitrovic. Das ist die dickste Gelegenheit für Newcastle, allerdings verhindert von Bann. Schöne Parade gegen
gegen den Serben, der damit nicht seinen zweiten Treffer in der Liga hintereinander erzielen kann. Und plötzlich wurde Aston Villa stärker und war die bessere Mannschaft. Das ist Kojia, Neuzugang vor der Saison von Bristol City. Schöner Versuch, allerdings stand er hier beim Abseits, der Mann von der Elfenbeinküste. Aston Villa, genauso wie Newcastle, vor der Saison abgestiegen. Dementsprechend natürlich ein Duell auf Augenhöhe an sich von der Kaderqualität. Und das wollte Aston Villa hier jetzt für sich entscheiden. Die Villains wieder mit Kodia. Kodia allerdings abgefälscht, sein Schuss. Und es gibt den Eckball in der 88. Minute. Reingebracht vom Isländer, vom EM-Helden, von Bjarnason. Allerdings nicht sonderlich gefährlich, denn Lansbury tritt unter dem Ball hindurch. Marcells macht es aber nochmal scharf. Es gibt eine weitere Chance. Und die kann natürlich Aston Villa nutzen. Sie sind stark bei Standards. Der war allerdings schlecht. Erstmals geklärt von Henry Mason, dem Youngster, der eingewechselt worden war. Balleroberung Nummer 2. Und dann rollt der Konter der Magpies. Dwight Gale mit dem Ball in den Lauf von Mason. Bisschen schwach gespielt. Der direkt wieder zurück zu Gale. Der ist schneller als Baker. Viel schneller als Baker. Baker mit dem Foul-Elfmeter in der 90. Minute. Newcastle mit dem Glück im Unglück. Die zwei Ecken normalerweise ganz, ganz bitter kurz vor Schluss. Fast um den Punkt gebracht. Und dann der Konter. Und Baker bringt seine Farben hier vielleicht um den Punktgewinner. Josep Perez nach diesem klaren Foul mit der Gelegenheit und er bleibt eiskalt vom Punkt. 1:0, 90. Minute. Newcastle geht in Führung und Newcastle mit der Entscheidung durch den jetzt Top-Torjäger der Championship. Perez bleibt kalt, normalerweise Gale der standardmäßige, etatmäßige Elfmeterschütze. Aber wer gefoult wird in der 90. Minute, der schießt natürlich nicht. Und somit Ayoce hier mit seinem 5. Saisontreffer. Und das freut nicht nur ihn, nein, das freut auch Ciarán Clarke, denn der kann sein erstes Spiel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gewinnen. Aston Villa versinkt weiter im Mittelmaß der Championship und Newcastle mit dem dritten 1:0-Sieg in Folge steht wieder richtig gut da und hat weiterhin dicke Chancen auf die direkten Aufstiegsplätze. Was für eine Episode. 3 Siege, 3x 1:0. Und das letzte Spiel war jetzt wirklich das Allerschwerste. Aber das 3-5-2 funktioniert. Wir kassieren keine unnötigen Gegentore mehr. Wir kassieren gar keine Gegentore mehr. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir diese Episode geleistet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe natürlich auch euch hat es gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. Trotz dieser schlechten Trainingsergebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir wiederum nicht. Aber die Likes, ihr wisst Bescheid, wie wichtig die sind. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault allen voran mit euren 6% mit dem Code Gaming TV und lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Mit diesem Karrieremodus geht es höchstwahrscheinlich, wenn ich es weiter am Samstag. Und ich bin gespannt, wie wir uns dann schlagen werden gegen Norwich, gegen Rotherham und gegen Brentford. Genau, ich bin ja definitiv sicher, dass wir daraus 9 Punkte holen werden. Allerdings werden wir das sehen. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.